Jo, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und Let's Play Minecraft. Das ist aber ungünstig, dass es jetzt hier so dunkel ist. Dann nehmen wir gleich mal eine Lampe in der Hand und suchen mal ganz schnell den Weg nach Hause. Wow, und zwar ohne in irgendwelche Löcher zu fallen. Oh mein Gott. Ja, dem gefällt es auch überhaupt nicht. Hier dem Enderman, der... oh Gott, da sind Skelette. Der flipscht hier die ganze Zeit hin und her. So. Keine Bohrgeräusche, es ist aber auch, wie man hinten am Fenster sieht, Abend. Also wenn die jetzt noch gebohrt hätten, dann hätte ich mich aber sehr aufgeregt. Oh mein Gott, hier ist alles voller Endermen. Nein. Was haben wir denn da vorne? Achso, ja, okay, gut. Ich muss also um diesen Hügel drumherum, um nach Hause zu kommen. Ja, wenn ihr schießt, bitte immer in den Hintern, damit ich möglichst weit fliege. Und zwar in die richtige Richtung. Müsste eigentlich da sein. Oh. Ja, doch, das ist der Fluss. Oh, sogar in der Nacht sieht man das hier mit dem Wasser auf den Grasblöcken total gut. Das finde ich großartig mit den Endermen. Ich bin doch hier richtig, oder? Warum ist es hier hell gewesen? Lava gab es hier nicht. Oder sollte etwa... Ach, da ist das Kontor. Ich bin. Oder sollte etwa in 1 bis 2 Block Tiefe befindliche Lava tatsächlich auch dafür sorgen? Ich gehe mal hier rein. Jetzt ist ja Nacht. Außerdem, hoppala, jetzt hat es natürlich ja so ein bisschen geleckt, weil ich hier so schnell entlang gerannt bin. Außerdem sollte schon alleine durch das Vorbeilaufen hier oben, was hier unten drin gespawnt sein ist. Ich sehe ja großartig viel. Ja, ich gebe ja zu, so richtiger, absoluter Knüller ist jetzt... Ich glaube, hier ist gar nichts drin. Nope, hier ist gar nichts drin. Ich habe da gerade die Wassersäule anlaufen sehen und da befand sich nicht ein Gegner drin. Wir machen mal Tag. Und vielleicht spawnt dann hier am Tag was drin. Ist ja großartig. Oh, ich sehe aber auch nichts. Doch, oh, irgendwas ist doch mitgekommen und gestorben oder stirbt gerade. Oh, hätte ich ja nicht gedacht. Ich hätte gedacht, da ist niemand drin. Ein gebratenes Hühnchen ist da drin. Herrlich, das heißt, da muss ein... Da muss jetzt gar keiner unten drin gestorben sein. Ich glaube, was immer hier gestorben ist, ist hier an der Luft im Sonnenlicht gestorben. Ich habe gar keinen Platz mehr im Inventar. Ich suche nochmal gleich vielleicht in dieser Richtung nach noch einem dritten Pferd. Ich finde immer so gerade Zahlen so, ja, es passt halt nicht. Irgendwie, ne, das ist wie mit Äpfeln in einer Obstschale. 2 sehen doof aus. Es müssen 3 sein oder 5 sein, aber nicht 2 und auch nicht 4. So, aber was ich jetzt hier noch habe, glaube ich, kann ich erstmal alles wegpacken. Nicht unbedingt diese Sachen hier, aber Wolle zum Beispiel. Wolle kann weg, denn ich wollte ja jetzt keinen dritten Stand bauen. Wo es ganz gut ist. Ich werde auf jeden Fall erstmal die Stände so weiterbauen, die ich da schon stehen habe. Also, dass sie noch perfekter werden, ne? Dass sie noch cooler aussehen. So, Erde habe ich. Ich habe nicht mehr lange weiter nach Lehm gesucht. Also, ich hatte ja auch gar keinen Inventarplatz eigentlich. Also, insofern... Ach so, schaut mal an. Hier ist ja voll. Das vergesse ich jedes Mal wieder, dass es ja tatsächlich voll ist hier. Krass. So, und die Schwarzeiche kommt weg. Zäune. Leder brauche ich, glaube ich, erstmal nicht mehr. Ich habe ja Leder verwendet, um den Zombie-Körper oder Dörfler-Körper eigentlich da zu kreieren. Die packen wir mal da ein. Ach, das ist Sand! Das ist überhaupt gar kein weißes, keine weiße Wolle. Das ist Sand! Oh wei, ich habe gar nicht mehr viel Sand. Das ist echt nicht viel. So, okay. Schauen wir mal kurz hier rein. Nichts Neues drin. Ich
finde das sehr sneaky hier mit diesem Kuppelstand. Euch gefällt er auch. Das freut mich umso mehr. Na, Johnny, gefällt's dir? Gefällt dir die Schmiede? Ha, hat doch was von. Gut, ich habe mir überlegt, dass, also einen Sattel habe ich ja da schon. Aber genau, ich wollte das Goldteil und das Steinschwert noch hier reinpacken. Also noch ein Goldschwert und noch ein Steinschwert. Ist ja all, aber ist doch egal. Kann man eigentlich, das wollte ich gucken, einen Bilderrahmen in einen Bilderrahmen tun? Haha, Tatsache, im Ernst, das ist ja witzig. Ja gut, was nehmen wir denn noch? Vielleicht irgendwie was Geschmiedetes noch? Vielleicht ein Feuerzeug, hä? Huh? Soll ich mal ein Feuerzeug hier noch reintun? Da, aha. Das sind nämlich Dinge, die der Schmied auch schmiedet. Das scheint also gleichzeitig ein Sattler zu sein, also lederverarbeitend, und ein Schmied, ein Metaller quasi. Und ich sollte mal das Fleisch hier braten, denn ich habe nur noch einen einzigen. Oh! Nicht, dass wir nachher mit knurrendem Magen hier stehen. Brot. Ja, Brot ist auch gut. Brot nehmen wir auch noch. Jedenfalls muss ich das Brot hinten aus dem Bilderrahmen nehmen. Na, ich Drohkopf. Super, ich habe sogar noch ein Brot. Sehr schön. Okay. Ah, das ist das zweite Pferd. Genau. Stimmt. Das ist das zweite Pferd. Das sollte eigentlich auch nicht ausbrechen können. So, dann kann ich mich doch noch eben auf die Suche nach einem dritten Pferd machen. Und dann richte ich die Stände noch ein bisschen weiter ein. Oh ja, und ich muss natürlich auch den Kopf eigentlich, so, auch wenn ich jetzt noch keinen Zombie-Kopf dafür habe, was sicherlich besser aussehen würde, mit Eiern bewerfen. Ich werde es tun. Ich werde ihn mit Eiern bewerfen. Aber leider haben die mir jetzt keine Eier hier gedroppt. So, da haben wir Schafe. Ich glaube nicht, dass so in der Richtung Pferde sind. Wenn, dann sind Pferde vielleicht hier in der Richtung. Und zwar wirklich genau geradeaus hier durch. Hier so durch. Wir gucken. Wir gucken einfach. Notfalls genießen wir die schöne Landschaft. Können hier nochmal auf dem Weg ein bisschen was an Wolle schnibbeln. Vielleicht brauche ich nochmal schwarze Wolle für irgendeinen Stand oder so. Also seitdem ich hier das Conquest Resource Pack benutze, plus dann auch noch den Shader, den ich da von Barty empfohlen bekommen habe, bin ich ja total verliebt. Ich habe ja schon das ein ums andere Mal darüber nachgedacht, vielleicht noch einen Modpack doch mal zu installieren oder zumindest mal auszuprobieren. Ich habe ja Into the Woods nur mal ganz kurz, ich glaube, einen Nachmittag mal ausprobiert. Und ja, natürlich sieht es sehr schön aus, dadurch, dass es so eine große Artenvielfalt ja an eigentlich allen möglichen Ecken und Enden gibt, nämlich bei Flora und Fauna und auch die Geräusche. Da gibt es so viel mehr, als wir jetzt hier von Minecraft kennen. Auch wenn ich die ja meistens ein bisschen leiser habe zugunsten der des Ambiente-Sounds, habe ich trotzdem schon mal drüber nachgedacht, ob man nicht vielleicht doch mal das ausprobiert oder so. Ich wüsste zwar nicht, ob man jetzt unsere Welt unbedingt darüber verfrachten könnte, aber naja. Also Gedanken habe ich mir schon dazu gemacht. Aber ich würde behaupten, eins, zwei, ta-ta. Na, hüpp, hoppelt das Häschen fröhlich herbei und guckt, ob es ein bisschen Sprengstoff findet. So, na, ihr seid so süß. Also die Braunen, ihr seid ja so süß, aber eure weißen Verwandten, ne, die kann ich nicht leiden. Mag komisch klingen, ist aber so. Sieht gerade schlecht aus mit Pferden. Ich sehe keins. Und es leckt. Warum leckt's jetzt? Weil ich hier schon wieder so viele Chunks lade, oder? Chunks lade. Wow, hier gibt's ganz schön viele Schafe. Oh, und das ist ein Schaf in einer Farbe, die ich entweder gar nicht oder von der ich nur wenig habe. Hellgraue Wolle, ja. Davon habe ich garantiert nicht viel. Ich weiß auch gar nicht, wie man das macht.
hellgraue Wolle. Ich glaube nicht mit Knochenmehl. Damit macht man weiß, oder? Ich weiß es nicht. Nee, sieht essig aus hier mit Pferden. Naja, da muss ich halt mal Nachzucht betreiben, oder? Oh, vielleicht da noch. Da ist noch eine schöne große Ebene, da könnte es doch Pferde geben. Auf dem Rückweg bin ich dann mit einem rassigen Hengst unterm Sattel auch gleich viel schneller. Oh ja, oh, und guck mal, was wir da haben. Gleich in der Höhe, dass ich es mal eben so einfach abbauen kann. Das sollte ich dann auch machen. Hier komme ich sowieso... Oh ja, es leckt. Das merke ich jetzt beim Abbauen ganz besonders. Kling, 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 kling. Ah ne, muss ich rauf. Das muss ich so machen, das geht einfach schneller so. So, okay. Eine Uhr sollte ich mir vielleicht auch mal irgendwann bauen, ne? Oh, das sind aber viele Schafe. Na dann zücke ich auch mal gleich meine Schere hier. Die hält zwar nicht mehr so viel, aber wer weiß, vielleicht kann ich sie alle einmal nackig machen. Yeah, der Sommer ist ausgebrochen. Schmeißt mir euer Fell zu Füßen. Dankeschön. Ich verrate Ihnen nicht, dass eigentlich Aprilwetter ist. Es würde mich nicht wundern, wenn es nachher mal kurz hagelt oder Schneeregen gibt. Das ist ja momentan ein Wetter. Das haben wir jetzt schon viele Jahre lang nicht mehr im April gehabt. Also bei uns war es in den letzten Jahren im April oftmals so warm, dass die Nachbarn angefangen haben, den Pool aufzubauen. Und das aus berechtigten Gründen. Denn Temperaturen bis zu 30 Grad, auch wenn es nur 2 Wochen sind und danach erstmal wieder arschkalt oder ich weiß es nicht, die waren durchaus ein berechtigter Grund, den Pool aufzustellen. Wir haben halt mit unseren Nachbarn gemeinsam einen Pool, so einen Quickpool, so mit 5 Meter Durchmesser. Tja, aber nur Schafe, keine Pferde, wie schade. Ah, das leckt. Wat mut. Oh, das ist aber da sehr ungünstig. Ne? Und dann auch noch mit dem Wasser, was einen direkt quasi... Scheiße, ich habe kein Bett mit. Oh, aber ich kann mir ein Bett machen. Wartet. Das geht ganz schnell. Ja, und wo ist hier das Holz? Da. Okay, gut. Der abendliche Nebel ist schon wunderschön. Aber die Gegner sind so ätzend. Ich muss das jetzt gar nicht unbedingt haben, dass hier was spawnt. Und nachts nach Hause zu rennen, ist halt nicht so die Freude, muss ich sagen. So, ein Bett zum Schlafen. So, tja, und wo ist jetzt zu Hause? Gute Frage. Nächste Frage. Wo geht's denn jetzt eigentlich hier zur Front? Gibt's auch so einen Film, ne? Wo bitte geht's zur Front oder so ähnlich? So ein ganz alter Film und ich glaube auch ein nicht so guter. Ziemlich schlecht zu behaupten, wäre jetzt auf jeden Fall falsch. Ich glaube, das ist die richtige Richtung. Die Schafe stehen hier alle so wie bestellt und nicht abgeholt und außerdem geschoren, jedenfalls teilweise. Dann würde ich doch sagen, war das der Weg, den ich gekommen bin. Ja, ich werde dann Nachzucht betreiben. Mal gucken, was bei rumkommt. Der Zeugungsakt ist ja leider sehr langweilig bei den Pferden. Das muss man ja mal so sagen, ne? Also da gibt es leider nicht viel zu gucken. Wie die immer aneinander rennen, ist relativ unromantisch. Ich habe mir sagen lassen, das ist auch so relativ unromantisch. Aber gut, gibt wohl nur eine einzige Rasse im Tierreich, die dem Ganzen mehr Bedeutung zukommen lässt als... Ne? Zweck. Oder? Gibt es auch... Also... Es gibt auch Tiere, die... nicht nur, um sich fortzupflanzen... kopulieren...
die das auch aus anderen Gründen machen. Weil sie halt rattendoll sind. Aber sie, das ist, glaube ich, mehr triebgesteuert. Ne? Also, wüsste ich nicht, hätte ich noch nie gesehen, dass der Braunbär die Braunbärin danach noch im Arm hat. Ja, ich weiß, es ist eine relativ romantische Vorstellung des gesamten Aktes, aber wir gehen ja jetzt nicht näher drauf ein. Warum habe ich dieses Thema überhaupt angesprochen? Gut, ja. Wir werden unsere beiden Pferde miteinander verpaaren. Ich hatte dem zweiten Pferd jetzt noch keinen so festen Namen gegeben. Johnny ist Johnny, Johnny muss ein Mann sein. Und wenn aus den beiden was werden soll, also in gemeinschaftlicher Arbeit, dann muss das der Haflinger eine Stute sein. Und wenn das eine Stute ist, dann würde ich sie Blondie nennen. Ich glaube, ich hatte eigentlich einen anderen Namen genannt, aber den vergessen wir jetzt mal. Ich weiß sie nämlich auch schon nicht mehr. Also ist es jetzt Blondie. So, Blondie und Johnny. Johnny und Blondie. Da brauchen wir ja einen Namen fürs Kind. Ich glaube, sie sind beide eigentlich hellbraun, ne? Weil der, oder? Moment. Im alten Texturenpaket. Das ist ein Schimmel. Oh, das ist ja ein Schimmel. Hey, Süßer. Lass mal deine Rüstung ausziehen. Oh, es ist sogar ein Apfelschimmel. Hi, Johnny. Du bist im Resource Pack ein Apfelschimmel. Ja, ach, Putzi. Ach, ich weiß, ich würde dich ja gerne streicheln, aber ich kann einfach nicht anders. Ich muss dich immer schlagen. Altes SM-Pferd. Ne? Blondie versteckt sich schon da hinten. Blondie versteht die Welt nicht mehr. Aber ich war doch immer auf meinem Baum. Ha. Hallo? Blätter, wo sind die grünen Blätter von meinem Baum? Oh, guck mal, ein Ei. Ein Ei von dem Huhn, was da oben schon seit Ewigkeiten auf dem Balkon sitzt. Beziehungsweise sitzt gar nicht auf dem Balkon. Es sitzt außerhalb des Balkons. Das ist doch total Mischugge. So, und jetzt werfen wir dem Wither-Schädel ein Ei an den Kopf. Ich muss versuchen, nach da oben zu zielen. In der Hoffnung, dass dann ein Hühnchen draus schlüpft. Mal gucken, wie ich das mache. Am besten so. So. Das war aber wirklich schlimm. Es wollte versuchen, das mit den Augenhöhlen oder mit dem Mund zu fangen. Sie sehen ja genauso aus wie die Dropper, Werfer. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißen. Auf jeden Fall genau so sehen die aus. Meine ich zumindest. Ja gut, damit wir schnell ein drittes Pferd haben, gucke ich mal, ob ich ganz schnell, also entsprechend, was sind das denn? Goldene Möhren, ne? Goldene Möhren muss ich dafür machen. Jetzt ist die Frage, womit machte ich das denn nochmal? Mit Goldnuggets oder mit Goldbarren? Ich glaube mit Goldnuggets, ne? War das nicht so, dass es etwas günstiger war? Genau. Das mit Karotten zu machen als mit Äpfeln. Oder lag das nur daran, dass Karotten einfach anbaubar sind und Äpfel nicht? Wir gucken jetzt erstmal so. Ha, ha, ha. 1, 2, fertig. Ich würde sagen, 1, 2, Bumserei. Wie war das? Es dürfen keine anderen Tiere in der Nähe sein. Das haben wir gegeben. Wir haben höchstens ein paar, Dingensbummens. Was ist denn eigentlich? Lassen sich die Tiere hier locken, wenn ich denen etwas Entsprechendes vorhalte? Hey, guck mal, feines Möhrchen. Johnny, komm mal. Ich schubs Johnny mal hier so rein. Okay, wunderbar. Dann holen wir uns jetzt die Stute noch ab, die Blondie. Noch nicht so. So. Und so. Und rauf da. Und jetzt Blondie. Lauf zu Johnny. Oh, das wird jetzt heiß. Der Preis ist heiß. Oh, hi, du bist du Johnny.
What? What? Ich hab's doch gesagt! Und Ende! Es müssten die nicht erstmal ganz klein sein? Oh Gott, die machen noch eins. Wette, wette, wette. Nein, doch nicht. Ich versteh's nicht. Hey, bist du das Baby? Du bist nach deinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. Nee, doch nicht. Nee, ist es nicht. Guck mal, der hat hier weiße Fesseln. Der Johnny, das muss ich mir merken. Johnny ist der mit den weißen Beinen. Blondie, ja, Blondie, dich erkenne ich, aber wer bist denn du jetzt? Und wieso bist du schon erwachsen? Oh wow. Ist das jetzt ein Leck? Ach, guck mal, der wollte gecheckt werden. Guckt euch die Mutter an, da vorne. Das gleiche Checkenmuster ist auch hier. Das eine Vorderbein hat er aber vom Johnny. Unglaublich. Da ging's mal, weiß nicht, das war ja ein Bruchteil einer Sekunde. Ich dachte, ich mache jetzt hier die awesome Zucht nach und kann euch richtig was hier zu gucken bieten und dann passiert sowas. Nee, also, ich weiß schon, wie du heißt. Du heißt Rüdiger. Rüdiger, das war aber eine Sturzgeburt. Rüdiger, die Sturzgeburt. Haha, geilo. Ich heiße Rüdiger. Papa? Nee, ich bin nicht dein Papa, du musst nach vorne gehen. Rüdiger, ich fürchte. Rüdiger, du, das ist dein, das ist die Mama. Das ist der Papa. Rüdiger, das ist, guck, das ist der Papa. Rüdiger. Ich glaube, Rüdiger ist ein bisschen dumm. Rüdiger, wenn du Hunger hast, da vorne ist Gras und da sind auch... Achso, und da vorne ist auch Wasser? Hast du verstanden? Wasser! Papa? Rüdiger! Boah, wie konnte das denn passieren? Ja, genau. Zeig dir mal... hier, wo er hier lebt und so und ihr macht das schon, okay? Also um die Erziehung eures Kindes kümmere ich mich nicht, ja? Ja? Ich werde den irgendwann mal zureiten. Das hört sich jetzt voll eklig an. Ich lasse euch dann jetzt mit dem allein, okay? Johnny, ist es okay? Straf mich mit Missachtung, verdammte Hacke! Ob er seinen Sohn annimmt? Oh! Er hat auch keine Papa? Nein! Ich bin ihn von der Backe, ich bin ihn von der Backe. Hörst du wohl gefälligst auf? Das ist ja unglaublich, ja. Macht's gute Leute, bis morgen.